Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, am Sonntag, da gehen wir natürlich nach Hoppegarten. Da haben wir ein Auktionsrennen und das Oleander-Steher-Rennen hier im Angebot. Und wir gehen natürlich in die französischen Guineas. Ja, dann springen wir gleich mal rein hier ins Programm, gleich zum Sonntag hier. Nach Hoppegarten ist Auktionsrennen über 1600 Meter, 52.000 Euro ist das Rennen dotiert. Und hier sind eigentlich vom GAG sind hier vier Pferde favorisiert, also keiner, der irgendwie ganz hoch ist oder ganz niedrig. Also die nehmen sich hier nicht viel. Ja, Mr. Mogli hier lief ja in Baden wirklich sehr stark mit einem tollen dritten Platz. Ich glaube, das war gegen Milovic. Aber dann in Frankreich, was war da los? In Châteaubriant war sogar, ich glaube, Favorit. Ja, und ging dann unter als Vierter. Also das war gegen ganz schlechte Pferde. War zwar weicher Boden, 1900 Meter, jetzt gehen sie zurück auf 1600 Meter, aber das war wirklich eine ganz schwache Leistung von Mr. Mowgli. Ja, Wonnemonte hatte auch eine schwache Leistung in Frankreich, aber letztes Mal, hier hat er eigentlich das prompt ausgebessert und sehr souverän gewonnen. Das war auf demselben Boden, den er auch in Frankreich angetroffen hat. Das war bodenweich. Also das sah schon sehr gut aus. Ja, Avicenna hier ist so ein bisschen die Wundertüte hier aus dem Stall von Waldemar Hicks. Ein Start einmal weg, aber blaublütig gezogen hier aus der Almarita. Also das ist schon mal ein Fingerzeig wert. Da weiß man nicht so richtig, wo man bei diesem Pferd ist. Ja, Volcanito war letzter im Busch Memorial. Die treffen es natürlich hier viel leichter an mit dem Wühlerstarter. Ja, ein offenes Rennen, aber Wonnemond hat mir beim Sieg sehr stark gefallen. Genki Ganbaat kriegt hier den Ritt aus dem Stall von Sascha Schrimzek und das war sehr gut, wie er letztes Mal ausgesagt hat. Deswegen gehe ich mal mit Wonnemond hier im BBAG Auktionsrennen am Sonntag in Hoppegarten. Und dann geht es weiter ins nächste Rennen und zwar in das Oleander Steher-Rennen über 3200 Meter. Ja, und Alex My Boy hier ist eigentlich Deutschlands bester Steher, das muss man schon sagen hier, obwohl er eigentlich noch nie in Deutschland gelaufen ist. Kommt ja auch ursprünglich aus England, der Abdullah-Starter. Sein Sieg, damals sein bester Sieg war in Deauville. Da hat er Walzertakt und Oriental Fox bezwungen und der hat auch schon den guten Fly With Me bezwungen. Also das war schon eine tolle Leistung. Ja, aber der Saisonstart, der ging gründlich in die Hose, war glaube ich nur Achter in diesem Rennen hier und der muss sich hier deutlich steigern. Denn Walzertakt hier, der ist ihn auf dem Fersen. War letztes Jahr Dritter in diesem Rennen, ganz knapp geschlagen. Und war zuletzt zweimal sogar vor Alex My Boy. Sie wollten ja Andra Starke verpflichten, der muss aber auf Lovato drauf, denn das Pferd wurde noch nachgenannt. Und ja, und jetzt sitzt René Picholek hier drauf, der das Pferd sicherlich in der Arbeit reiten darf hier und reitet. Also dem Arbeitsreiter wird hier die Chance gegeben, einen Gruppe-Sieg hier einzufahren. The Twizzler kommt aus England hier. Gewann dort schon ein Listenrennen, hat eigentlich nicht die Klasse gegen die ersten beiden genannten, aber der soll gut gearbeitet haben und trägt 2 Kilo weniger als die Konkurrenz. Space Cowboy, ja, bei dem weiß man auch nicht so richtig, wo man ist. Also die brauchen eine Standortbestimmung hier. War ja einst sogar mal Derby-Favorit. Lovato hat ja wieder ein Maidenrennen verloren, ist auch ganz schwer einzuschätzen. Für mich die größte Klasse hat natürlich Walzertakt und Alex My Boy. Der Engländer, glaube ich, ja, kann vielleicht dazwischen kommen, aber es wird wirklich schwer. Und für mich ist Walzertakt ein Ticken besser hier. René Picholek wird alles geben, um hier einen Gruppesieg einzufahren hier für Jean-Pierre Cavallo und Walzertakt. Und dann geht es weiter nach Deauville in die Guineas. Ja, für die Hengste und Stuten an einem Tag am Sonntag hier wirklich tolle Pferde genannt. Und wir gehen erstmal rein in die 2000 Guineas für die Hengste. Das Gruppe 1 über 1600 Meter, 550.000 Euro ist dieses Rennen dotiert. Ja, Selsal gewann zweimal riesig, das Pferd von Jean-Claude Roger hier. Nach diesen Leistungen muss er natürlich einer der Favoriten sein und er musste noch an keine seiner Grenzen gehen. Aga Khans Waffe hier ist Zarakir aus der Zakhawa gezogen. Letztes Mal ein Kampfsieg, das war gegen George Patton, die treffen sich hier wieder. Sakaba hat ja damals auch die Guineas gewonnen, also vielleicht kann der Sohnemann hier es ihr nachmachen. Birchwood darf man nicht unterschätzen, aber die Form aus dem Breeders' Cup hat sich nicht richtig aufgewertet. Ja, vor allem der Engländer, vor allem der Amerikaner lief danach wirklich ausdruckslos in den nächsten Rennen.
Die Wertheimer Pferde sind auch schwer einzuschätzen. Bei denen läuft es ja auch nicht so rund im Stall. Die O'Brien-Pferde sehe ich auch nicht so stark in diesem Rennen. Der Rest, vieles dunkle Pferde. Es kann eigentlich nur ein Zweikampf sein zwischen Selsal und Sarak. Und ich gehe mal mit Sarak hier, denn die Aga Khan-Pferde sind richtig gut in Schuss und die Dreijährigen gewinnen eigentlich, wie sie wollen. Und deswegen gehe ich ja mal mit Sarak hier. Und der soll ja auch ganz heiß sein für dann für das französische Derby. Ja, also Sarak hier in den 2000 Guineas. Und dann geht es weiter zu den Stuten in die 1000 Guineas hier. 100.000 Euro weniger dotiert, aber dieselbe Distanz natürlich. La Cressonnière hier und Quema hier, beide aus dem Rouget-Stall hier, sind natürlich die Mitfavoriten. La Cressonnière wird von den Franzosen sehr gehypt, gewann zuletzt sehr, sehr stark und ist natürlich hier ganz stark zu beachten. Quema brandgefährlich. Weil zweijährige Dritter gegen Belly Doyle Form wurde natürlich aufgewertet und danach ein ganz überlegener Sieg in Frankreich. Also das ist schon eine gute Stute. Ja, Come Alive ist die Godolphin-Waffe. Zwei Starts, zwei Siege. Hat eigentlich noch nichts falsch gemacht im Leben. Auch brandgefährlich hier. Nethwa, wenn sie läuft hier, hatte nicht das beste Rennen in den Guineas. Sie hatte ich ja damals angesagt. Bin mal gespannt hier, wie sie das Rennen verkraftet hat. Alice Springs, wenn sie läuft hier aus dem O'Brien-Stall, war Dritter in den Guineas, auch brandgefährlich hier, kann natürlich immer so ein Rennen schnappen, die O'Briens. Spectre aus dem Münchstall hier, auch brandgefährlich, wird immer unterschätzt am Toto. Also wenn sie mal ein paar Dreierwetten oder ein paar Platzzwillinge machen wollen, dann müssen sie Spectre unbedingt mit reinnehmen, wenn sie ein bisschen Geld haben wollen. Ja, ein tolles Rennen mit vielen Chancen. Ich gehe aber mit Quema. Der Sieg hat mir sehr stark gefallen. Auch die Gruppe 1 Form gegen Belly Doll. Das war sehr, sehr gut. Also Quema für mich hier aus dem Bruget-Stall das bessere Pferd gegen La Cressonnière. Ja, das war's schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser. Bis dahin machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss.